Mann. Was ein krasser Shit. Da ist noch einer. Ein ganz quer wieder mit dem Feuer. Komplette Statue weg kann. Und das ist meine Frage. Ist, ob das sollte. Da konntest du was anzünden. Kann ich anstecken hier, die heutige Geschichte. Aber ob das was bringt, ist die Frage, wenn du dich still da versteckst. Ich glaube ja nicht so. Lassen wir mal besser. Der guckt gerade her. Ja, ich habe aber nichts zum Ablenken. Ne? Da hinten ist noch einer, bei dem anderen Haus. Ja. Nicht bei dem, ganz hinten. Da hinten, da hinter dem. Ja, genau. Das, was du in der Ferne siehst. Ne? Kommst niemals dahin, lebendig. Ich würde den einfach ignorieren. Das habe ich auch gerade gedacht. Wo wir da irgendwie vielleicht was machen können. Wahrscheinlich das Ablenken schon, wenn ich hier die Holzer, die Heuballen anzünden würde. Ja. Würde ich sie wahrscheinlich ablenken, aber auch ein bisschen uncool, ne? Andererseits ist das halt der Weg, den du am besten gehen kannst im Moment. So sieht's aus. Kannst du aber voll umgehen, ne? Ja, irgendwie schon. Hier so. Also es sieht schon geil aus, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ha, jetzt kommt's Gewitter. Wenn dann keiner auf einmal vor mir steht, ist alles gut. Ich würde am liebsten einen Spiegel sehen. Pass mal auf, hier muss irgendwo der Typ sein, der andere. Ja, das soll ich nicht aufpassen, ich muss ja irgendwas machen. Ja, aber trotzdem musst du dich umgucken, damit du weißt, wo er ist. So kackendreist dunkel, ne? Ja. Ist aber auch besser, denke ich, wenn du die Lampe halt nicht anmachst, ne? Naja. Im Prinzip schon. Was war das rechts? Da war doch auch Licht, oder? Ja, hat nur so ausgesehen. Ich denke, du bist schon auf dem richtigen Weg da. Ein Fenster hier. Hört schon, als wäre da einer. Das geht. Das geht. Gehirnsaft. Das ist jetzt halt die Frage, ne? Braucht man das Gehirnsaft oder nicht? Eigentlich könnte man den ja anstelfen, bei Möglichkeit. Dass nur irgendwie da reinkommen. Ich glaube, du hast es gesehen. Ja. Ach ja, halt die Fresse. Linke Stick, linke Stick. Der steht wieder auf. Nee, anzünden. Oh mein. Guck lieber, ob noch einer kommt. Den nicht. Ich glaube, es war ganz gut, dass ich mich geheilt habe. Ja. Obwohl du gar nicht so viel verloren hast, eigentlich. Ja, aber die Frage ist halt, ob ich dann nicht auch wieder. 700. Das ist ja das meiste, glaube ich. Ja. Sonst sieht man hier aber nichts, oder? Ne. Das ist eine Falle. Ja. Kannst du wieder Teile holen? Und jetzt irgendwo einer in der Nähe. Ich sehe aber nichts. Wahrscheinlich hier draußen oder so. Sein. Die Frage ist, ob die auch Friendly Fire machen, diese. Weiser. Dings da, oh. Ist nur ein bisschen blöd, Gott sei Dank. Ist da auch irgendwas? Sieht nicht so aus, ne? Da ist so eine Art Tür oder sowas wieder. Zuerst die andere Seite. Der sieht aber auch gut aus, ne? Ja. Der steht aber immer zu uns gerichtet irgendwie. Und ich habe nur noch 3 Schuss. Muss da irgendwo noch was drin sein, oder? Munition oder so. Denke nicht. Den kriegen wir nicht wirklich da weg, ne? Nee. Oder dass ich schon umschieße jetzt in dem Moment. Ich glaube nicht. Da ist jetzt auch nichts mehr, ne? Ich würde nicht ins Feuer reinlaufen, Mann. Ja. Ich komme gleich durch, aus dem Haus rauszugehen. Genauso schön ins Dunkel. Da ist wieder so eine Falle, pass auf. Ich bin da unten drunter durchgekrochen eben. Ja.
Wo ist der Auslöser? Auf der anderen Seite, an der Wand. Da. Glück gehabt, dass man nicht aufrecht rausgerannt ist. Auf jeden Fall. So ein verrücktes Viech da, ne? Weiß nicht, ob ich hier drüber gehen sollte. Aber ich muss ja irgendwo rum. Ne, warte mal, bleib doch mal stehen und guck erstmal, ob das überhaupt ein Tor ist oder sowas. Sieht, dass das ein der Tor ist. Der wird hochscrollen, da ist so der. Ja, guck, der kann man aufmachen. Ja. Scheiße ist, dass hier hell ist. Ich glaube nicht, dass ich das machen soll. Ja, schon. Meinst du? Ja. Los, lass uns wegrennen. Ich weiß nicht, wie man los lässt. Okay, du bist im Eimer. Gab es da einen Kontrollpunkt? Weiß ich nicht. Obwohl, jetzt soll ich den auch noch triggern will, eigentlich. Oh ja, ich komme den hier an die Treppe. Halt doch die Treppe, Mann. Versuch durchs Fenster abzuhauen. Das will ich gerade. Rechts für dich, oder? Das Problem ist, diese werden es ja da wieder hingehen. Oder? Die sind auch zu blöd, die Treppe hochzulaufen. Ja, ich hab's gesehen. Da ist aber niemals genug Munition, um gegen alle zu bestehen. Aber vielleicht kannst du den Angst essen, der triggert ja nicht der andere. Okay, das war schon mal nicht so verkehrt. Dann schenk du mir den Vorsichtshalber mal. Ja. Ist die Frage, wo ist der andere entlang? Ist der im Haus? Da ist er. Wo? Vor dir. Da, glaub, da wo gesehen. Die Augen leuchten. Da hab ich gesehen. Da hab ich gesehen. Ab ins Haus. Null Trigger, 0815, ab ins Haus. Jetzt? Ich glaube, ich will warten und den mit dem Kopf schießen dann beim Fenster. Oder nicht? Der kommt da. Kommt da von der Seite. Der kommt da gerade durchs Fenster. Der steht da vor. Nee. Jetzt sind Truffer. Ah, lass mich nur ruhig. Dann ist mir nicht. Hätte er eigentlich so schießen müssen, dass er nicht ja, reinkommt, ist schon ne? Klar. Weil ich habe das nicht richtig gesehen. Ich habe die Leuchte auch erst später gesehen. Wenn wir Glück haben, bleibt er in dem Haus da drin. Ja, das ist meine Hoffnung gerade. Wenn er ihn noch hochgedreht kriegen, dann rein kann, dann Kontrollpunkt. Kontrollpunkt, Kontrollpunkt, Kontrollpunkt. Wo ist der Kontrollpunkt? Versuch zu schleichen. Kontrollpunkt. Alles gut. Boah. Oh Mann, wieder oh Mann, mal Mann. Keine Munition mehr und da vorne hängt ein Aufgehängt. Ja, toll. Das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Da ist eine Hütte, da ist eine Hütte. Links, 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 links. Ja, ich kann mich ja wohl erstmal umgucken, oder? Ich würde erst eine Hütte gehen, einen Speicher. Hoffentlich ist da ein Speicherpunkt. Kannst ja auch, da kriegst du ja auch die Dings dann. Die Upgrades und so. Ja, wenn hier was ist. Machen wir erstmal Licht an. Oh, was zum Heilen schon mal. Nee, das ist gut. Was ist das? Eine Seite oder sowas wieder? Kartenfragment. Kartenfragment 3 vor allem. Ist das so groß, dass man hier eine Karte braucht oder was? Versuch mal die Fässer und so kaputt zu hauen. Oh, da sind Waffelteile und sowas. Und Munition. Sehr gut, sehr gut. Oh, was kann ich noch kaputt hauen? Nix. Wo ist mein Spiegel? Da ist kein Spiegel, ich würde oh, nachladen erstmal. Ja, was ein Spiel. Das ist so wie ein Fall, ne? Ja, das hat immer mehr so. Denke schon. Hast mich da in Ruhe, Fritze. Wollte mich doch trollen, oder? Du hast da einfach geschlichen, du bist da rumgerannt. Versuch die zu umgehen und renn dann außen irgendwie rum.
Weiter zum nächsten. Das ist mein professioneller Ratschlag. Die stehen wahrscheinlich auch noch alle auf. Dann steht kann man sie nicht. Gut, vielleicht hast du auch keine Feuerzeuge mehr. Ich hab noch eins. Okay. Da nicht links. Links, du Depp, über die Brücke. Ja, ist ja gut, Mann. Das ist du kannst nicht, wenn 1000 Leute hinter dir her sind, doch nicht da falsch laufen. Guck doch mal, sind doch nicht so viele. Ja, sind genug. Guck lieber nach vorne. Nichts wie weg. Was? Und nichts wie weg hier. Der hat die besten Ideen. Ja, ja. Hör auf den. Ich hab ihm kurz drüber nachgedacht, die Kiste kaputt zu hauen. Ja. Okay, ich bin so schlau, man spielt vor dem. Guck mal, der, das war doch so gewollt von dem Spiel. Jetzt ruckelt es irgendwie. Im Video. Das finde ich praktisch. Oh, ein Boot. Ja gut, ich würde auch wieder ins Boot versuchen zu bringen, als irgendwie irgendwelche Dinger zu machen. Aber warum ruckelt die Gründe? Ich weiß auch nicht, ich bin ein bisschen abgeschnitten. Ich meine, es sieht halt gut aus, aber ruckeln ist geil. In dem Video vor allem. In dem Video. Die interessiert es jetzt immer, ne? Ja, ich bin im Wasser, Mann. Oh, hier haben wir ein Kapitel 2 geschafft. Überlebt, Mann. Lass mal speichern. Speichern ist immer gut. Die Munitionsknappheit ist schon verrückter Shit. Zu knapp, nach meiner Meinung. Vor allem, wenn ich schon noch zu blöd zu schießen bin. Kommt mit der Übung. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist verrückter Scheiß. Warum waren da so viele auf einmal? Ich weiß auch nicht. Die Clown der Horde. Halt die Fresse jetzt. Schönes Wort. Das war eben schon, die Horde war schon groß genug. Vor allem, wo kamen die auf einmal alle her? Das war voll frech. Du hast sie doch eingeladen. Was sind das für Typen da hinten auf einmal? Was du immer mit deinem Ladebildschirm hast. Ja, die hast verrückt. Die waren am Anfang nicht oh, da. Mann, oh Mann, oh Mann. Dann waren sie da. Warum? Weiß ich doch nicht. Das ist verrückter Shit. Mit Kopfschüssen, Streichhölzern und so weiter Spaß für Munition, hat er gestanden. Mhm. Kopfschüsse kosten auch Munition. Ja, aber mit Streichhölzern muss er dann auch irgendwas machen können. Ja, anstecken wahrscheinlich. Hm. Wahrscheinlich, wenn die auf dem Boden liegen, kannst du anstecken. Irgendwie, warum haben wir das Boot nicht genommen? Weil du schwimmen kannst. Und meine Lampe funktioniert jetzt bestimmt eh nicht mehr. Natürlich, das ist eine Videospiellampe. Okay. Das mach mal kaputt. Ich hätte gerne einen Spiegel. Toll. Naja, es kann ja nicht immer irgendwas drin sein, ne? Ja, toll. Wusste ich schon. Die können mir da wenigstens am Anfang vom Kapitel mal ein bisschen Munition geben. Ja, ein Heilteil kriege ich, okay. Das war schon eins gut. Kannst du nur maximal zwei haben. Okay, dann kann ich hier noch eins benutzen. Nee, gut, schnell. Warum denn? Weil ich hätte mich erst voll heilen lassen und hätte das dann benutzt. Hätte am Ende, dass du jetzt ein bisschen HP verschenkt hast. Wie voll? Achso, gut, das stimmt. Das stimmt wohl. Ich regeneriere auch so ein bisschen. Ja, genau. Zeit. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Wahrscheinlich musst du jetzt das Boot nehmen. Meinst du? Ja. Oder auch nicht. Da war was im Boden, oder? Feuerzeug, Streichhölzer und irgendwas anderes da hinten noch. Ah, die musst du wahrscheinlich anzünden, damit du durch kannst. Wie praktisch. Kann natürlich sein. Stell dir mal vor, die hättest ja alle totschießen müssen. Ja. Da sind ja immer noch welche. Bringen wir halt noch mehr an. Du weißt wohl nicht genau wieso, weshalb und warum, aber wir machen das mal. Was ist das denn da irgendwie? Sieht ja so komisch aus, ne? Ja. Dass die Tür da auf und zu wird, finde ich scheiße. Das finde ich auch scheiße. Ich glaube, es war der Wind. Berühmte letzte Worte. Es war nur der Wind. Boah, doch. Bin ich denn hier zur Hölle? In irgendeinem mittelalterlichen Dorf. In irgendeiner Geisterstadt, ja? Vor allem warst du vorher in der Großstadt. Vielleicht ist das eine Zeitreise. Ja, jetzt ist da alles zusammengebrochen, was. Warum? Weil ein Kontrollpunkt da ist. Also, wie oft musste der Kerl denn Scheiße sagen in seinem Skript?
Weiß ich auch nicht. Ich glaube, der hat das einmal gesagt und die haben es einfach immer wieder benutzt. Ach, das ist natürlich schlau. Das kannst du kaputt machen, das Wasser, aber das letzte Mal ist drin. Oder nicht, das sind andere Fässer, die du kaputt haben kannst. Gehen wir jetzt hin?